Ich hatte so Angst, einfach so Angst vor dem Tod. Und nach dem Lawinenereignis hatte ich null Angst mehr vor dem Tod. Null. Habe ich total verloren. Bitte Gott vom Mund. Wenn man in dem Bewusstsein erlebt, dass ich den anderen etwas auch zu gut tun und ich eben einigermaßen recht gelebt habe, dann erwartet mich überhaupt nie keine Strafe und gar nicht. Denn was ich ja ausführe, ernte ich auch. Ich habe meinen Beruf gelernt, weil ich wollte das Geheimnis vom Leben und vom Tod mehr ergründen. Vor dem Nahtoderlebnis hatte ich Panik. Vor dem Tod hatte ich noch Panik, jemanden zu begleiten in Todesnähe. Ich habe auch, wie viele andere, bin möglichst wenig ins Zimmer gegangen. Von dort weg habe ich dann eigentlich einen Lehrer gefunden für mich. Und der Mönch hat gesagt, zuerst musst du einmal leer werden. Du musst leer werden für das, was wesentlich ist, aufzunehmen. Also beim Sterben merkt man das sehr oft, wie der Blick schon in eine andere Welt geht.